Ja, hi nochmal. Ich werde jetzt einen Text lesen, den ich rückblickend vielleicht eben in der Hinrunde hätte lesen können. Der ist nämlich, der wird zwischendurch auch etwas lauter, aber wie gesagt, wir machen jetzt hier einfach Krach. Es sind ja angemeldet, ne? Wir machen das jetzt einfach. Dieser Text beruht auf einer wahren Begebenheit. Ihr dürft euch selber aussuchen, wie viel davon, kleiner Spoiler, tatsächlich alles. Und der geht so. Naja, das ist einfach Feminismus 2.0, erklärt mir die junge Frau vor mir. Die junge Frau vor mir trägt ein T-Shirt, das starke Emotionen in mir ausgelöst hat. Ich habe aus Versehen sehr laut gesagt, oh mein Gott, das ist so deep. Dabei ist es in Wahrheit überhaupt nicht deep, es hat mich nur wütend gemacht und der Ironieschalter in meinem Kopf ist umgesprungen. Das T-Shirt ist eine dieser Modeerscheinungen, die extra schon einen Crop-Top-Knoten vorne dran haben, aber auch aus super dünnem Stoff sind, damit man noch einen Knoten reinmachen kann. Es ist eines dieser T-Shirts, auf denen viel zu viel Text steht und wenn man es zu Ende gelesen hat, dann denkt die Trägerin, dass man ihr die ganze Zeit sehr intensiv auf die Brüste gestarrt hat. Und dann ist man auch noch enttäuscht, wenn nach so viel Leserei nicht mal eine gute Pointe am Ende steht. Auf dem T-Shirt der jungen Frau vor mir steht nun also, natürlich auf Englisch, ich habe das dann mal frei übersetzt, folgendes. Geburtsort Erde, Rasse, Mensch, politische Orientierung, Freiheit, Religion, Liebe. Dieses Shirt gibt es wirklich, ich habe mir das nicht ausgedacht und oh mein Gott, das ist so deep. Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen, mir das auf ein T-Shirt zu drucken. Ich meine, puh, was? Religion, Liebe? Das ist Kunst, meine Freundinnen und Freunde, das ist laut meinem Gegenüber Feminismus 2.0. Lasst mich kurz über Feminismus sprechen und über die Wand, gegen die ich mich jeden Tag aufbäumen muss, dadurch, dass ich eine Frau bin. Feminismus ist kein Aufdruck auf altrosa Crop-Tops in XS. Wenn dein Feminismus nur für weiße, cis, hetero Frauen ist, dann behalte ihn für dich. Denn klar, uns geht's gut. Aber ich will Feminismus für alle. Auch für die übersexualisierten Latinas, für behinderte Frauen, für Transfrauen, für alle irgendwie denkbaren queeren Frauen, für Frauen und Mädchen aller Klassen, Formen und Farben, allen Tätigkeitsbereichen, überall auf der Welt. Und verdammt nochmal, ich will endlich Feminismus für Männer. Denn Feminismus ist nicht nur Frauensache, dieser Kampf geht uns alle an. Ja, auch dich, auch wenn du dich nicht so fühlst, auch wenn du heute eigentlich keine Lust drauf hast, auch wenn du schon eher wegen der lustigen Texte hier bist, dann ein Kampf ist es. Ein Kampf um gleiche Chancen und Gehälter, ein Kampf um Bildung, ein Kampf um sichere Umgebungen beim Feiern und Tanzen gehen, ein Kampf um Selbstbestimmtheit. Für euch hört sich das nach einer Selbstverständlichkeit an, lasst mich euch versichern, das ist es nicht. Nicht für mich als offen homosexuelle junge Frau auf Bühnen, ist es nicht für meine feste Freundin, die ich zu manchen Uhrzeiten in manchen Städten lieber nicht auf den Mund küsse, ist es nicht für meine Schwester, die sich manchmal mit falschem Namen vorstellt, damit eventuelle Stalker sie nicht wiederfinden können, ist es nicht für so viele meiner Freundinnen, deren Nein zwar gehört, aber nicht akzeptiert wurde, deren Stimme zwar erhoben, aber ständig ignoriert wurde, deren Aufschrei sehr wohl wahrgenommen und doch ganz schnell degradiert wurde und wehe, wehe, es wagt jemand mir jetzt zu sagen, das sei normal. Dass eine Hälfte der Weltbevölkerung in ständiger Furcht vor der anderen lebt, dass die Hälfte aller Menschen systematisch abhängig gemacht wird und teilweise gar nicht die Möglichkeit hat, über ihre eigene Laufbahn zu entscheiden, dass die Hälfte, ja, ich sage es nochmal, die Hälfte, das sind 50% der Menschheit, die einfach Pech bei der Chromosomenverteilung hatten. Ich hatte darauf keinen Bock mehr. Wie oft habe ich schon gehört, so ist das eben. Boah, ich wünschte, ich schwöre, ich werde euch nie verstehen. Euch und eure von mir aus Einstellung. Ich will an Wandel glauben. Nicht an diese Jungs sind eben Jungscheiß. Es ist dumm, es ist gefährlich, es ist faul. Also zieht euch die Stöcke aus einen flachen weißen Ärschen und schnitzt euch Schwerter daraus. Die Frauen dieser Welt haben 99 Probleme und 99 davon wurden von Männern verursacht. Das sind 100%. 100% aller Frauen haben dafür keine Lösung. Ich habe dafür keine Lösung. Aber ich habe auch keine Lust, wie beim Eckenrechnen darauf zu warten, dass jemand anders vorbeikommt, der die Lösung hat. Denn, Spoiler Alert, wenn alle darauf warten, dass irgendwer was ändert, dann wird niemand jemals irgendetwas ändern. Ist das so schwer zu verstehen? Ich merke schon an der Stelle so, man hat jetzt richtig Bock, bei Familienfeiern mit mir am Tisch zu sitzen und diese unangenehmen Gespräche zu führen, wenn der komische Onkel wieder sexistische Witze macht und das ist dann alles so. Und dann fragt man sich so, soll ich jetzt was sagen? Und ja, ich bin dann die, die was sagt. Das war schon immer so. Ich habe dieses Verlangen irgendwo ganz tief in meinem Bauch. Ich möchte bitte, weil ich will, soll man nicht sagen, aber ich möchte bitte ganz dringend die Welt verändern. Und mit jedem Tag wird dieser Wunsch stärker in mir und ich habe bei weitem keine Lösung. Aber zumindest verspreche ich hoch und heilig, dass ich niemals aufhören werde, darüber zu reden. Solange, bis es irgendwann nicht mehr relevant ist, weil dann alle reden. Bei Feminismus Version 2.0 sind wir noch lange nicht angekommen. Und meine Redezeit hier ist gleich vorbei und am Ende steht, wie auf dem T-Shirt vom Anfang, keine gute Pointe.
Aber ich denke, meinen Punkt habe ich ganz gut rübergebracht. Also müssen wir jetzt noch dafür sorgen, dass es sich rumspricht. Ich bin später gerne für Gespräche zu haben, auch online, wenn ihr das unbedingt wollt. Also bitte, lasst uns sprechen und lasst uns niemals aufhören, darüber zu sprechen. Lasst uns so lange laut sein, bis es richtig unbequem wird, damit sich irgendwann vielleicht was ändert. Vielen Dank.